So sah Berlin im Juli 1945 nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Das sind echte Aufnahmen, die wurden lediglich nachkoloriert, weil damals gab es natürlich noch keine Farbkameras, sondern es wurde in Schwarz-Weiß gefilmt. Irgendwie, wenn ich Aufnahmen aus dieser Zeit sehe, ich meine, da sind auch meine Großeltern aufgewachsen, irgendwie denke ich immer, meine Großeltern sind in einer schwarz-weißen Welt aufgewachsen. Ich weiß, es ist dumm, das zu denken, aber ich kann mir das, konnte mir bisher das wie gar nicht anders vorstellen. Und diese nachkolorierten Videos, die sind irgendwie so wie ein Tor in eine andere, surreale und komische Welt.